Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV beim Biertasting Club Adventkalender. Und ich habe Besuch von einem der Bierbuddies. Servus, Christian. Hallo. Servus. Christian, diejenigen, die die Bierbuddies nicht kennen, sag uns ganz kurz was über deine Brauerei. Wo seid ihr zu Hause? Wo kommt ihr her? Was macht ihr für Biere? Kurzversion, zwei Studenten trafen sich, fingen zum Bierbrauen an. Es wurde zu wenig in der Küche und deswegen haben wir eine größere gebaut und die haben wir ins Müllviertel nach Tragwein gestellt. Dort gibt es das beste und weicheste Wasser in Österreich und deswegen haben wir es in ein altes Anwesen, alte Schmiede, 19. Jahrhundert eingestellt. Passt perfekt. Früher haben sie geharzt, jetzt wird braut. Wie groß ist eure Brauerei? Was habt ihr für ein Sudwerk? Also wir haben ein 5-Hektar-Sudwerk, also eher schaffen knapp 500 Hektoliter jetzt im Jahr, ist aber Luft nach oben. Also es kommt noch mehr. Was macht ihr für Biere? Eher die, sag mal, wilden, jungen Bierstile oder gibt es bei euch auch am Märzen? Genau, wir haben insgesamt jetzt 8 Biersorten und zwei Radler. Wir machen ein Märzen, ein Wiener Lager, ein Pils, Brotbier, klassische Lagerbiere, untergärige für einen klassischen Biertrinker, bekömmlich, intensiver geschmacklich, aber halt klassisch. Und eben Pale Ale, India Pale Ale, Dark IPA oder Porter, eben für die, was ein bisschen die verschiedenen Bierstile kennenlernen wollen. Heute im Kalender ist nicht einfach nur ein Pale Ale, sondern es ist das Pure Awesomeness Pale Ale, also das vermutlich allerbeste, was es gibt. Was hast du uns da mitgebracht? Das ist unsere Version, das ist die Müllviertler Version vom Pale Ale. Wir haben das Glück, dass wir bei uns im Müllviertel alle Rohstoffe zur Verfügung haben. Wir haben eigenes Wasser, wir haben die Gerste aus Grieskirchen, wir haben in Müllviertel ein Hopfenanbaugebiet, um einen Hopfen herzukriegen. Und das ist Besondere ist, wir haben die Hopfen, wo früher haben wir mit amerikanischen Hopfen gearbeitet, damit du diese Zitrus reinkriegst. Und jetzt haben wir aber in Müllviertel auch einen eigenen Cascade-Hopfen, was da drin ist, im Müllviertler Cascade. Der ganz auch diese leichte Zitrus drinnen hat, aber nicht so intensiv wie die Amis. Und deswegen ist es unsere Müllviertler-Interpretation von einem klassischen Pale Ale. Ich bin sehr gespannt. Ich mache jetzt einmal auf, ich habe schon Durst. So. Aber das heißt, Regionalität ist bei euch ein Riesenthema. Regionalität ist wichtiger für uns sogar als Bio, obwohl es Bio ist, also es ist biozertifiziert. Aber wie gesagt, das Regionale ist für uns noch viel wichtiger. Wir haben alle unsere Biere, sobald es den Hopfen gegeben hat, umgestellt, damit man einen Müllviertelhopfen statt irgendeinen ausländischen nimmt. Aber eine tolle Farbe, so eine wirklich dunkelgoldene, fast schon Bernsteinfarbe, leicht beigen Schaum oben drauf, super Naturtrübung. Es riecht ein bisschen ungewöhnlich, also es ist jetzt nicht so, dass das eine Riesenfruchtexplosion ist, aber es ist schön, Zitrusfrucht ist in der Nase, aber auch das Malznote ist sehr dominant. Was haben wir für einen Alkohol bei dem Bier? 4,7, also eher auf der leichteren Seite eigentlich zu Hause. Und dann die bittere hinten noch. Wow. Auch noch bekömmlich. Also, man hört 4,7 an einem Pale Ale und denkt man, das ist schon eher so in der Session-Richtung, das ist geschmacklich reduziert. Aber das, also wenn man den ersten Schluck macht, dann merkt man, es ist möglicherweise nicht der klassische Cascade, aber der Müllviertler Cascade hat wirklich nur leicht drinnen. Und wie gesagt, diese klassischen Cascade-Hopfen, die sind sehr intensiv. Selbst wenn man da wenig nimmt, hast du das ganz stark drinnen. Also das ist halt wirklich die Müllviertler-Version. Die ist leicht bekömmlich zum Anfangen in die Craft-Bier-Szene, in die Craft-Biere sich einzutrinken. Die bittere ist ja halt doch deutlicher. Verglichen aber mit auch nicht zu intensiv. Also es ist eher auch so ein Einsteigerbier, wo man sagen kann, es ist jetzt eher ein Bier, da es ist ja bei vielen Craft-Bier-Brauereien so, dass sie Brücken bauen müssen. Wir müssen schauen, wo holen uns den Märzen-Biertrinker ab. Wo kann man, ich sag mal, sie auch ein bisschen neugierig machen für modernere Bierstile oder für so Pale Ales, wie ich es jetzt gebraucht habe. Und ich glaube, das funktioniert mit so einem Bier ganz gut. Es ist vom Alkohol her sehr, also liegt wahrscheinlich unter den meisten Märzen, die im Müllviertel gebraut werden sonst. Ist aber bewusst unter 5% gehalten, eben damit es nicht zu intensiv wird. Aber hat einen schönen Malzkörper, lebt auch meiner Meinung nach sehr stark vom Malz und hat dann aber den tollen Hopfen, der sehr individuelle Noten mitbringt. Also wer jetzt an amerikanischen Cascade-Hopfen denkt, das ist was anderes. Die Zitrus ist mit dabei, aber es hat auch schöne, leichte, erdige Töne mit und genau. Das fällt mir sehr gut. Es ist dann aber auch ein Bier, wo ich sagen muss, vom Körper her, es ist sehr
Ja, es ist ein schöner mittlerer Körper, Kohlensäure auch im mittleren Bereich, extrem süffig und das klingt jetzt nicht irrsinnig kompliziert aus hinten auch, sondern das ist kein Bier, über das man sehr lange nachdenken muss, sondern das kann man einfach so ganz gemütlich nebenbei, kann man das einfach trinken. Das ist ja eine Brauerei, das Liebste, wenn 5, 6 Biere am Tisch stehen und die nicht von 4 Leuten getrunken worden sind, sondern von einem alleine. Und euer Pure Awesomeness Pale Ale ist sicher eins davon. Wenn man jetzt Geschmack an dem Bier gefunden hat und entweder neugierig ist, was ihr für andere Biere macht, beziehungsweise mehr von dem Pure Awesomeness Pale Ale haben will, wo kriegt man eure Biere? Wir haben im Moment einen eigenen Webshop. Okay. Obwohl wir jetzt auch da in diese Community rein wollen, damit wir sie zusammenschließen und das alle gemeinsam machen. Sonst im klassischen Region Müllviertel, wir sind bei Transgourmet, wir sind bei Dance mit den Bio-Bieren gelistet, Linz Spezialgeschäfte, Biertempel und so Sachen. Es gibt Unimärkte, Merkur, Spar, heute halt Region Müllviertel bis in Also Wös, entweder online kaufen oder im Müllviertel. Genau. Im Müllviertel-Umgebung sind wir gut aufgestellt. Ganz lieben Dank, dass du da gewesen bist. Sehr tolles gern. Bier. Danke. Und wenn ihr dieses Bier heute Abend getrunken habt, dann bitte nicht vergessen, eure Meinung, eure Rezension in die Biertasting Club App reinzuhacken und sowohl Kalea bzw. auch den Bierbuddies zu sagen, wie ihr Bier geschmeckt hat, dass man es entweder weitermacht, besser macht oder neue Ideen für andere Biere bringt. Da sind wir sehr gespannt, wie euch das Bier geschmeckt hat. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers. Prost.